willkommen zum Profil-Talk, einem Gespräch über die Titelstory in Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und heute geht's ans Meer mit Profiljournalist Alwin Schönberger und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Alwin, ich starte mit dir. Wie rückt ihr denn das Meer in den Fokus im neuen Profil? Naja, viele Menschen sehnen sich nach dem Meer und viele Menschen sind der Ansicht und auch fest davon überzeugt, dass das Meer ihnen gut tut, dass sie sich besser fühlen, dass sie besser schlafen, dass sie insgesamt entspannter sind. Es gibt also sehr, sehr viele auch Mythen rund um das Meer und um die angeblich wohltuende Wirkung von Meerwasser. Und jetzt wollten wir uns mal anschauen, was stimmt denn daran? Gibt's naturwissenschaftliche Belege dafür, dass das Meer tatsächlich uns gut tut und sogar medizinischen Nutzen haben kann? Und die Antwort, kurz gesagt, heißt ja. Es gibt relativ viele Belege dafür, auf welche Art und Weise uns Wasser allgemein und Meerwasser im Speziellen gut tut. Das sind zum einen die drin, also ganz strikt biochemisch die Beimischungen im Meersalz, das sind verschiedene Spurenelemente und sogar Dinge wie Strontium, das klingt gefährlich, ist es aber in dieser Menge natürlich nicht, die Effekte auf die Atemwege haben, auf die Haut haben, aber auch der Psyche gut tun und dem Gehirn gut tun. Es gibt eine sehr intensive neurologische Forschung dazu, welche Gehirnchemie in Gang kommt, wenn wir ins Wasser springen, wenn wir schwimmen, wenn wir Wellensurfen, was auch immer. Ja. Also das ist schon recht spannend, welche Kaskade an Botenstoffen da losgetreten wird. Also die Antwort auf die Frage, ist das Meer gesund, heißt ja. Man merkt die Wohltaten des Meeres, wenn man den Alwin Schönberger gerade erlebt. Also derart energetisch. Der Alwin hat die Geschichte großteils an der Adria recherchiert, dann in Österreich geschrieben, in Lovran bei Opatia, genau. Unsere älteren Zuseherinnen und Zuseher, das alte Abazier. Ja. Und du hast dort einen kleinen Zweitwohnsitz und so energetisch und fröhlich habe ich dich ja, es ist, mehr in der Corona-Zeit nicht gesehen. Natürlich merkt man es ja auch selber. Ja? Also ich kann all diese Effekte, von denen hier die Rede ist, aus eigener Anschauung bestätigen. Ja? Und es fällt mir sehr schwer, auch von dort wieder wegzufahren. Ja? Ich sitze einfach gern dort, ich sehe es gerne und vor allem bin ich gerne drin und schwimme im Meer. Eben das Meer, das tut uns gut, jetzt können wir endlich wieder hinfahren. Was sind denn deine schönsten Erinnerungen ans Meer? Kindheit ohne Ende. Es gab damals zwei Fraktionen, wie übrigens auch Manfred Matzkern einen kleinen Text beigetragen hat und ich glaube Stefan Grissemann hat auch einen Text beigetragen. Ja. Manfred Matzkern, ein pensionierter ehemaliger, einer der höchsten Beamten der Republik und der schreibt, was das historisch bedeutet hat. Und abgesehen von der K&K-Monarchie, über die er da schreibt, schreibt er auch, dass es in den 50er, 60er Jahren zwei Fraktionen gab. Die einen fuhren nach Lignano und Ciaolle, also die Italien-Fraktion, Bibione, und die anderen fuhren nach Jugoslawien, also was jetzt Slowenien und Kroatien ist. Ich fuhr genau dorthin oder fast dorthin, wo Alwin Schönberger des Öfteren ist, nämlich nach Opatia. Mhm. Und das sind meine Kindheitserinnerungen mit den Eltern im alten Mercedes, würde ich sagen, damals nicht alten Mercedes, 8 Stunden ans Meer. Und ich habe dort alles erlebt. Mein erster Kuss zum Beispiel, okay, da war ich etwas älter, 11 Jahre alt, unter Bäumen. Also ich habe nicht so schöne Erinnerungen daran. Ich war ein Spätstarter mit mir. Also ich war jetzt erst in Griechenland, weil das war schon nach der Matura. Ich bis dahin nie das Meer gesehen. Ja? Und war sofort vollkommen begeistert. Ich war 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, das war Paros, Naxos und die griechischen Inseln. Ja? Und ich wollte mal weg. Ja? Das war jetzt der erste. Ich habe es damals natürlich nicht erklären können. Ja, das war der Erstkontakt und ich wollte einfach dort nicht mehr weg. Ja. Und es ist besser als das Seewasser, jetzt auf Deutsch Seewasser. Ja. Wir waren auch in Kärntner Seen im Urlaub, wo meine Familie ursprünglich herkam. Zum Vergessen. Wir sind fürs Meer. Selbstverständlich. Ich bin auch Meerfraktion. Ja, also ja. Und in Österreich bist du Fuschelsee-Fraktion gegen meine Traunsee-Fraktion. Darüber sprechen wir später. Da streiten wir immer drüber. Es ist ja interessant, dass wir auch diskutiert, wo kommt das her? Nicht? Wieso haben wir diesen Hang? Warum haben wir das eigentlich? Dazu gibt es Theorien. Ja, da kann man jetzt sagen, ist das zu viel Spekulation, interpretiert man zu viel rein. Aber eine zum Beispiel besagt, dass der Mensch im Zuge seiner Evolution Landschaften bevorzugt hat, die eine große Übersicht ermöglichen. Und
deshalb zum Beispiel frühzeitig vor Raubtieren oder Feinden warnen in gewisser Weise. Ja. Oder dass man halt in Meeresnähe das ganze Jahr über ein Nahrungsangebot hat, was im Landesinneren oft nicht so ist. Das wäre eine Erklärung. Ja. Es gibt andere, die sagen, na gut, wir leben sowieso auf einem Wasserplaneten. Ne. Die Erde ist ein blöder Begriff, weil es ist ein Wasserplanet. Es müsste Ozean heißen, weil ja 70% von Wasser bedeckt sind. Und wir ja ursprünglich auch aus dem Meer kommen und halt irgendwann unsere Vorfahren an Land gekrochen sind und sich zu dem entwickelt haben, was wir heute sind. Ja. Wir bestehen je nach Alter bis zu fast 80% aus Wasser. Ja. Und verbringen die ersten 9 Monate verbringen die ersten 9 Monate in der Flüssigkeit, unter Wasser. Ja. Mit also Kiemen. Mit Kiemen, mit den Resten der Kiemenbögen von damals. Ja. Unser Blutplasma gleicht in der Zusammensetzung dem Meerwasser. Ja, also wir tragen eigentlich Ozean in uns in gewisser Weise. Ja. Jetzt, ob das jetzt wirklich deswegen solide und wirklich belastbare Erklärungen sind, sei mal dahingestellt, da ist sicher viel Spekulation dabei, aber das sind so Erklärungsansätze. Das Tolle an der Geschichte, wie oft bei deinen Geschichten, bei Profilgeschichten im Allgemeinen, bei Wissenschaftsgeschichten ist, die Geschichte trägt beides in sich. Ich habe sie gerade gelesen. Es ist einerseits, sind viele wissenschaftliche Ansätze, warum wir diese Sehnsucht nach dem Meer haben, warum es uns gut tut. Die Geschichte ist aber jetzt nicht radikal wissenschaftlich in dem Sinne, dass sie behaupten würde, all diese chemischen oder historischen, anthropologischen Einflüsse würden jetzt einen unmittelbaren Kausalzusammenhang haben, damit, dass wir uns am Meer wohlfühlen. Also es muss nicht Kausalität sein, es kann Korrelation sein. Und natürlich ist vieles davon wohlfühlen, psychisch, auch ein Placebo-Effekt. Selbstverständlich. Und das erfüllt diese Geschichte. So wie oft bei uns nicht apodiktisch der einen oder anderen Seite zuneigend, sondern für unsere Leserinnen und Leser vieles offen lassend, liest sich auch großartig übrigens. Manches kann man natürlich schon messen, immerhin. Das ist, nicht, dass das jetzt unbedingt ein Beweis für etwas wäre, aber zum Beispiel die Hirnchemie lässt sich messen. Das ist Dopaminausschüttung beispielsweise, die ein Wohl- und Hochgefühl erzeugt. Ja. Oxytocin, das sogenannte Bindungshormon. Also all das kommt im Gang, wenn wir uns im Meer bewegen. Deswegen gibt es auch Ansätze, zum Beispiel Menschen mit Drogenabhängigkeiten, die ja auch diesen Kick brauchen, diesen Dopamin-Kick brauchen, ob man das nicht quasi umlenken kann auf eine gesündere Alternative, nämlich sich im Meer zu bewegen beispielsweise. Ja? Es hat ja auch was Beruhigendes, allein das Meeresrauschen bringt uns quasi in die Ruhe. Also die psychische Auswirkung vom Meer auf den Menschen ist ja durchaus gegeben, oder? Also die beruhigende. Ich schlafe schon beim Rauschen eines Ventilators, selbst wenn der in irgendeine Richtung geht oder einer Klimaanlage besser, selbst wenn die nicht kühlt. Also Rauschen als solches ist mal ganz gut. Und Rauschen ist auf jeden Fall besser als Rausch. Und da fällt mir ein, also man kann, beim Ventilator, ja, also man kann, also die Menschen schlafen sogar besser, wenn das zum Beispiel von einem Tonband das Meeresrauschen kommt, ja, oder wenn sie Videos oder Bilder davon sehen, also auch das wirkt, oder stelle ein Aquarium hin. Die Menschen fühlen sich beruhigter. Da gibt es Untersuchungen, die sagen, also die Zahnarztängste nehmen ab, wenn die Menschen vorher auf ein Aquarium schauen. Also man kann wirklich sagen, ab ans Meer und dann geht es uns besser, unterm Strich. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Vor allen 10 Minuten kommt ihr mit. Ja, also, unbedingt. Und ein See ist kein Meerersatz, das muss man auch mal wirklich sagen. Also da hat das Meer schon deutlich bessere Wirkung oder mehr Wirkung auf den Körper, oder? Jetzt biochemisch betrachtet wohl ja. Ich meine, insgesamt ist es schon auch Wasser im weitesten Sinne. Ja? Und viele Studien gehen auch in die Richtung, dass sie untersuchen, was macht Wasser mit uns. Ja? Mhm. Aber das Meer ist natürlich jetzt aufgrund der Zusammensetzung schon nochmal speziell. Ja. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob es der Neusiedlersee ist, wo man durchwarten kann und wenn wenig Wasser drin ist, eher einem bis zum Knie geht oder ein kleiner Alpensee oder dann ein See, den wir nicht vom Meer unterscheiden könnten, weil der Horizont unendlich weit weg ist. Also am Bodensee, solange das Wasser nicht kostet, ist vielleicht nicht immer ganz klar, ob das nicht die Ausläufer des Meeres sind. Meine, interessant ist, das ist eine frühere Studie, an die ich mich erinnere, da hat man versucht herauszufinden, welche sozusagen Eigenschaften oder Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man einen Ort als Heimat empfindet. Ja? Und da waren natürlich verschiedene Umstände, die die Menschen genannt haben, aber konstant war immer der Ausblick auf eine freie Wasserfläche. Das war immer eine Voraussetzung dafür, dass Menschen sagen, ja, ich empfinde das irgendwie als Heimat. Ja.
Ich freue mich drauf, wenn ich das jetzt bald wieder habe in Kroatien. Und, ich komme mit. Ja, sind wir schon am Weg. Wunderbar. Schauen Sie rein ins Profil, wenn Sie mehr wissen wollen über das Meer. Schauen Sie eben da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.